Du hast Schulterschmerzen, du hast Entzündungen, zum Beispiel eine entzündete Sehne, kannst ein Gelenk nicht richtig bewegen, du hast Knieschmerzen, vielleicht ist auch eine Kapselentzündung, weil du umgeknickt bist, vorhanden oder andere Entzündungsprozesse laufen in deinem Körper ab, dann ist dieses Video genau richtig für dich, denn es soll heute in dem Video darum gehen, welche top entzündungshemmenden Lebensmittel du zu dir nehmen sollst, um Entzündung zu kontrollieren. Und wir legen auch gleich los. Ich bin Daniel von Knop und Niehaus, deinem Kanal für ganzheitliche Gesundheit. Und das erste Lebensmittel ist Kurkuma. Kurkuma, da haben wir auch häufig schon mal ein Video drüber gemacht, wirkt insgesamt über das enthaltene Kurkumin entzündungshemmend. Deswegen als Gewürz extrem zu empfehlen und eines der Top-Lebensmittel, um Entzündung zu kontrollieren. Solltest du dir unbedingt merken. Als zweites zu nennen, Leinöl. Leinöl durch das enthaltene Omega-3, welches sowieso entzündungsregulierend, entzündungshemmend wirkt, extrem zu empfehlen als Öl. Kannst du 1 bis 2 Esslöffel täglich schon zu dir nehmen oder etwas mehr bei den normalen Mahlzeiten Leinöl verwenden. Als dritten Punkt Spinat. Spinat auch entzündungsregulierend, entzündungshemmend. Ein Gemüse, was auf jeden Fall zu empfehlen ist. Genauso wie die Zitrone über das enthaltene Vitamin C entzündungshemmend wirksam ist. Das sind die Top 4. Auf der anderen Seite können wir die Unterkategorien nochmal aufmachen. Also die 4 solltest du dir auf jeden Fall merken. Was Obst betrifft, denk auch noch an Bananen, denk an Beeren über die mitgelieferten Antioxidantien, aber auch Äpfel. Das heißt, da kannst du variieren, welches du zu dir nimmst oder was du zu dir nimmst beim Thema Obst. Beim Thema Gemüse ist es Brokkoli, wie schon angesprochen, Spinat, aber auch Rosenkohl oder Blumenkohl, welches entzündungshemmend wirkt. Dann kannst du über Kräuter und Gewürze noch ganz, ganz viel entzündungsregulierend wirken für deinen Körper. Über Minze, über Salbei, über Ingwer, auch genial. Ich stehe total auf Ingwer. Aber auch das angesprochene Kurkuma über das Kurkumin. Dann aber auch Vollkorngetreide, das heißt Haferflocken, Vollkorn-Haferflocken, die entzündungshemmend wirken. Aber auch Lachs, das heißt Fisch, kannst du über die Omega-3-Fettsäuren, die der Lachs enthält, nutzen, um Entzündungen herunterzufahren. Öle haben wir schon angesprochen, wo ich über Omega-3 spreche. Das bedeutet Leinöl, habe ich dir schon gesagt, Avocadoöl, auch über Algen, das Omega-3 geliefert bekommst. Dann sind auf jeden Fall Nüsse nicht zu vergessen, wie zum Beispiel Pistazien, Walnüsse, aber auch Mandeln, die entzündungshemmend wirken. Total gut, solltest du nicht vergessen. Auch für so viele andere körperliche Prozesse wichtig. Nüsse und die gesunden Fette, die sie mit sich bringen. Aber auch Hülsenfrüchte, wie grüne Erbsen, aber auch Kichererbsen. All das entzündungsregulierend, entzündungshemmend. Die Top 4 habe ich dir schon genannt. Das heißt, einmal Kurkuma, das heißt Leinöl, das heißt Spinat, aber auch Zitronen. Die 4 solltest du nicht vergessen. Ich hoffe, du kannst mit dem Video was anfangen. An deine Entzündung, fertig los. Wir sehen uns im nächsten Video. Darauf freue ich mich.